Schätzelein! Was zum Teufel? Fotze. Was sollte das denn jetzt? Und tritt die mich damit... Ah, okay, damit hätte ich eigentlich rechnen können, aber... Irgendwie hat meine Intelligenz dafür jetzt nicht gereicht an dieser Stelle. Hallo, wieso werden jetzt hier so viele Gegner gespawnt? Finde ich irgendwie unfair. Aber wenn noch ein paar Gegner da sind, die ich nicht umbringe, dann lässt du gar keine weiteren Gegner spawnen. Irgendwann sterben die Gegner sowieso. Ja, meine ich damit. Ja, stimmt, ich glaube, es können nicht. Boah, das ist gerade das erste Mal, ist mir diese interessante Idee gekommen. Dass gar nicht mehr Gegner im Screen sein können. Dass die nicht unbegrenzt, ja, spawnen, sagen wir so. Spawnen lässt es ja eigentlich. Wow. Und du stirbst jetzt! Es lebe die Freiheit! So. Das nehmen wir uns. Das nehmen wir uns und gut geht's uns. Problem ist jetzt, jetzt dürfen wir nicht getroffen werden. Naja. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, und schon hätte sich das erübrigt, aber es hat da doch irgendwie noch funktioniert, dieser Raum hier. So. Wo gehen wir lang? Hier, komm. Boah, voll die falsche Entscheidung wahrscheinlich. Voll die depressiven Gegner. Guck dich mal an, wie die glotzen, ey. Die müssen ja auch ein schweres Schulleben gehabt haben. Genauso wie Isaac. Der hat es auch nicht ganz einfach gehabt. Wow. Ich meine, wenn man schon so genannt wird wie eine Person aus der Bibel, dann ist das schon... Okay, außer das ist jetzt ein Name wie Noah oder so. Ich meine, das ist ein Standardname, könnte man sagen. Die Noah heißen dann ja doch vergleichsweise mehrere... Ach, fuck you! Heißen dann vergleichsweise doch mehrere. Deswegen. Dankeschön. Trotzdem sollten wir uns jetzt nicht schleifen lassen, nur weil wir einmal getroffen wurden. Wow. Chaka-booms. So. Ja, falscher Weg. Geil. Geil. Noch ein Treffer kassiert. Ich gehe natürlich wieder den asozialsten Weg von allen und der ist dann noch falsch. Höchst interessant. Doch, muss ich schon. Ja, doch, muss ich schon sagen. Doch. Na, ja, genau. Erstmal in die Ecke laufen. Was bist du denn für einer? Ein ganz schöner! Ja, Isaac, das stimmt. Das ist ein ganz toller. So. Ja, komm. Kaugummi, du. So. Ach, ich habe am Anfang habe ich übrigens gedacht, das wären Kaugummis. Weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Kann schon sein, ich erzähle viel. Ein Tag langes und schmerzhaft und unchristlich mit Heiden gefüllt. Ey, wir können ja mal einen Heidenbraten zu Weihnachten essen. Oh ja. Was? Ach so, stimmt ja, der Magnet, habe ich vergessen. Was soll ich schon wieder dazu sagen, dass ich wieder echt alle Wege laufe, nur den richtigen nicht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ob man da überhaupt noch irgendwelche Worte für verlieren muss. Es verletzt mich schon ein Stück weg. Ein Stück weit. Weg. Ach, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Na komm. Du Hässling, du. Wow. Gut, dann nehmen wir uns das eben. Danke für diese guten Gaben. Danke für jeden neuen Tag. Danke, dass ich ja meine Sorgen auf dich werfen mag. Ja, ich hab Mark gesagt. Ich hab den Namen von einem Jungen erwähnt. Wow. Schlechtes Mann. Also zumindest die oberen Wege hier wurde ich bisher noch nicht getroffen. Das sind die richtigen Wege. Jetzt mein Treffer war, den ich kassiert habe, der war wieder umsonst. So. Egal, mal weiter. Guck mal, wie unser Kumpel übrigens munter schießt. Den darf man immer nicht vergessen. Der leistet auch gute Arbeit. Könnte man echt meinen. Also könnte man meinen, es ist gute Arbeit. Es ist qualitativ hochwertig, was der leistet. So. Was ist hier? Oh je. Okay.
Ist aber nicht so schwer, denke ich. Also den ohne Schaden zu schaffen, den Raum. Ich finde es sehr gut, dass die Zombies in The Womp nicht zwei Herzen ziehen, statt ein. Weil ich meine, sie ziehen ja normalerweise schon ein Herzen. Wenn die hier noch zwei ziehen würden, das wäre schon ein bisschen Porno-Keller. So, du bist tot. Oh je, jetzt laufen wir schon wieder jeden Weg. Wie doof ist das? Hat ein geschicktes Ausweichmanöver schon wieder. So. Wow. Wow, war das knapp. Wow. So. So, nehmen wir das noch. So. Hey, everybody, it's me. The Death. Ach, fuck. Okay, Leute. Das ist natürlich jetzt schon scheiße gelaufen. Dass wir jetzt hier unseren Meister finden. Death muss man quasi Meister nennen, weil der ist schon echt asozial, der Spaß. Ja, genau die Fallen. Bisschen ganz cooler bist du. Also, das ist sowieso immer noch mein Hassboss, Death. Okay, jetzt ist er einfach. Wenn er von seinem Besen abgestiegen ist, dann ist es einfach. Das ist Kindergarten. Ja, bis auf das. Okay, der ist schon tot, wow. Jetzt schnell, wie ich ihn da gegrillt habe. Irgendwie wird er draus gerade nichts mehr. Zack. Zack. Hallo? Zack. Hallo, kannst du ihn mal treffen? Zack. Dankeschön. Wow. So, jetzt haben wir 3 Cubes of Meat. Jetzt läuft er rum und denkt sich... Yeah! So, und jetzt sammeln wir noch ein paar Herzen auf. Weil das war ja schon echt üble Verluste. Hallo? 3,5 Herzen? Ja, es waren ja sogar 2 Silberherzen, also die wir noch verloren haben. Also. Ja, war schon irgendwie übel gerade, aber geht schon. Ich glaube, ich weiß, was wir jetzt machen. Ja, du bist. Bist du bescheuert? Ich bin Meat Boy! Ich bin Meat Boy! Alter, wegen dem Abschaum habe ich erstens eine Bombe verloren und zweitens ein Herz. Oh. Ja, toll! Ich will den Dollar. Ich will deinen scheiß Dollar nicht. Fuck. Fickt euch alle. Für einen Dollar. Für 99 Münzen habe ich jetzt ein ganzes Herz verloren. Geil. Geil. Echt. Thumbs up. 100% richtig jetzt. Thumbs up gilt übrigens auch für euch. Ra. So. Gut, das habe ich jetzt. Oder war es ein ganzes? Nee, ein halbes. Das werde ich mir jetzt noch eben krallen. Ich möchte Fußball spielen mit deinen Bomben. Oh, verpiss dich, Junge. Ich würde dich töten, wenn ich könnte. So. Ist hier vielleicht der Geheimgang? Na toll. Ist vielleicht... hier der Geheimgang. Na toll. Ich sehe schon kommen, letztendlich ist der hier irgendwie gar nicht auffindbar. Wobei da oben könnte... Ach komm, gucken wir nach. Jetzt hätten wir die anderen... Junge! Ich bin so böse! Alter, ehrlich ey, regt der Junge mich jetzt schon auf wieder. So. Immerhin haben wir 99 Münzen. Was zum Teufel? Ich habe doch alles ausprobiert. Oh, fuck you. Ja, eins habe ich nicht ausprobiert, habe ich gerade gesehen. Na toll. Da ist es dann natürlich wieder. Ist klar, ist klar. Verdammt, habe ich beide Herzen aufgesammelt, oder? Shit. Wow, war das knapp. War das knapp. So. Ja, stimmt, die kommt ja zu uns. Ja, die kommt zu dir. Junge, halt die Fresse. Spielen! Dicktree! Das ist Dick, da du Vollpfosten. Ich kenn die nicht. Ich verwechsel die immer. Ja. Ich möchte nicht wissen, was deine Eltern so verwechselt haben, wenn du da draus gekommen bist. Ach, scheiße. Ja, scheiße, sie verwechselt, hast du richtig geraten. Naja, immerhin zockt der viel. Das muss man ihm lassen, er zieht viel ab. Aber er sackt halt übelst. Ja, Bälle, oh ja. Oh, Junge, das meine ich nicht, dass du Bälle sackst. Ich meine, du lutscht einfach alles.
Von Daumen bis Käsebällchens. Wobei, wollen wir dann Scheiße haben? Heißt Scheiße eher an den Käsebällchen dran oder an Daumen? Ich meine, ich mag Käsebällchen nicht, deswegen. Wer Scheiße dann eher an den Käsebällchen dran, aber vielleicht mögt ihr Käsebällchen. Schreibt eure Meinung noch in die Kommentare. Mögt ihr Käsebällchen? Lutschen nach dem Daumen, wo wir gerade dabei sind. Egal, gut. Neun Bomben. Oh, Boss. Hol dir die Pille. Hol sie dir. Hol sie. Ist ja gut, ich kann mich nicht konzentrieren. So. Witzig. Ich hab dich verarscht. Nee, 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 nee. Oh, du bist ein ganz cooler, bist du. So. Leute, ich glaube, ihr merkt schon, ich habe hier meinen Rivalen gefunden in diesem Meatboy-Klumpen-Gedöns. Jo, hast du mal. Ja, bringt mir eh nichts. Ich hab. Oh. Ja, das wäre eigentlich schon toll gewesen, aber nee. Gibt's ja irgendwie für uns nicht. Für andere Leute natürlich schon, aber für uns nicht. Gib jetzt her. Ey, Junge, gib doch mal irgendwas her jetzt. Schüttel dich halt und dann gib her. Junge? Willst du nicht, dass ich dann bei deinen Eltern zu Hause einen Drohbrief in die Mülltonne schmeiße oder was? Deine Eltern müssen den Drohbrief denn übrigens unterschreiben. Die müssen unterschreiben, dass ich morgen in der Schule Amok laufe. So. Der Schlüssel bringt mir jetzt auch noch viel im letzten Level. Toll. Dankeschön. Dann halt nicht. Oh, wir haben noch so viel Geld, Leute. Ich glaube, das wäre zu langweilig, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit weiter zock. Oh, wie macht's auch voll Spaß, oder auch nicht? Wow, knapp. Ist mir fast die Kimme wegrasiert, du Arschloch. So. Vielleicht funktioniert's, wenn ich hier nebenbei ein bisschen gegen ihn gegenschieße. Oder auch nicht. Ja, dann wird es vielleicht effektiver und ich habe mehr Wahrscheinlichkeit und so. Boah, dankeschön. Kann ich hier sogar einmal hier reinlaufen? Aus Spaß. Super. Das hat jetzt echt gebracht. Cool. Kurios. Ich habe cool gesagt, du Vollpfosten. Nein, aber ich habe eigentlich nichts gegen diesen, gegen dieses Item. Das ist eigentlich episch. Es zockt so viel, aber. Ja, er hat bei mir einfach verschissen dafür, dass er meine Bombe da weggekickt hat und mir dann ganz das Herz abgezogen hat. Cool, und jetzt sind wir wieder gleich volles Geld. Ach, Bullshit. Ja, genau, da rede ich gerade von Bullshit und dann kommt ihr. Nee, das ist so nicht wahr. Das hat echt gepasst zu Bullshit gerade, du. Vielleicht schaffe ich ihn hier ohne Schaden zu nehmen. Ach ja, der. Wenn man 4 Cubes auf Meat hat, der Meat Boy, also nach dieser Form von Meat Boy, weiß ich gar nicht mehr, was der macht. Ich glaube, der zieht einfach übelst viel mehr und macht fast One-Hit alles tot. Also fast, ne? Er macht nicht wirklich alles One-Hit. Ich sehe gerade, wir wurden getroffen. Verdammt, ist mir nicht aufgefallen eben. Wo wurden wir denn getroffen? Egal. Ja, okay. Jetzt wurden wir sogar 2-mal getroffen. Geil. Die Pille war voll falsch. Und Meat Boy, du hast es mir geraten. Wobei, jetzt kriege ich 2 von denen. Scheiße! Ich wollte, dass du verreckst, du Hurensohn, ne? Alter! Das sind meine. Das sind übrigens meine Komplizen, ne? Du bist ja ein echt feige Sau, ne? Ach, hab dich lieb! Ja, deine Mutter hat dich mit Zeit gewartet, mein Liebster. Wenigstens nennst du mich Liebster. Ich mach's für eine Ironie gehört. Nö. Na, siehst du. Ja, genau, dann werde ich auch noch von dem getroffen. Das ist dein Grab. Junge. So. Echt, ohne Scheiß, wie oft wurde ich da denn jetzt schon wieder getroffen? Du hast es verkackt. Du hast es einfach nicht drauf, Junge. Du hast es einfach nicht drauf. Nein, 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 nein. Chubb ist mein Vater. Ich mag meinen Papa nicht. Junge, wieso tötest du deinen eigenen Vater? Bist du behindert im Kopf? Naja, egal. Jetzt hätte ich die Lotterie noch gebraucht. Ich hätte
Oh, bin ich dumm. Ich hätte sie vielleicht doch nicht zerstören sollen. Jo, da fragst du auch noch. Du bist richtig dumm, Alter. Ja, das Buch hat sich immerhin fast aufgeladen, aber auch nur fast. Das ist doof. Komm, sofort, wenn ich so langsam kann, das... Zwei. Na okay, es ist wirklich nicht so schnell. So langsam kommt's. Sollte... Was zum Teufel? Das ging auch gar nicht ohne getroffen zu werden. Ich bin auch sofort weggelaufen. Arschlochauge, du. Stirbt. So, diesmal sollten wir auf jeden Fall mal ums Herz schaffen, im Gegensatz zum Fragezeichen-Charakter, den wir das letzte Mal hatten. Den wir dann verkackt haben ordentlich, weil wir auch keine guten Items mit dem hatten. Aber trotzdem, immerhin haben wir diesmal Gutes bekommen. Meine Technology ist eigentlich schon ein gutes Item. Der besten könnte man fast sagen, auch wenn ich es relativ verkackt habe, dafür, dass ich so ein gutes Item hatte. Und dafür, dass ich hier einen Meat Boy habe, aber der verarscht mich eh nur. Stirb! Wieso greifst du mich nicht an, wenn du willst, dass ich sterbe? Ich bin feige! Okay, gut. Dann weiß ich ja Bescheid. Opfer. Deine Mutter. Dann kannst du nicht mal das Herz angreifen oder dieses komische Vieh halt. Was das Herz darstellen soll. So, und jetzt stehen wir halt auf der anderen Seite, das ist ja auch egal. Dürfte ja eigentlich nicht ausschlaggebend sein. Doch, im Drehbuch steht, dass du stirbst. Die Mutter stirbt vielleicht, und dein Papa stirbt dreimal. Aber macht Mipa jetzt eigentlich da auch gerade Schaden? Ich kann es jetzt nicht erkennen. Ich stand einfach nur in der Mitte rum irgendwie. Aber ich denke mal nicht, weil sonst wäre nicht zu mir gerannt. Plötzlich jetzt ein Zombie da war. Und tot. Eine Kuh. So. Scheiße, ist die Lotterie weg ist. Wir schaffen wahrscheinlich Sheol nicht. So würde ich jetzt behaupten, dass wir das nicht schaffen werden. Oh, danke für den Geheimraum, aber ich denke mal, euch kriege ich platt, ohne getroffen zu werden. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Hey, aber ich habe schon mal das ganze Sheol geschafft, ohne getroffen zu werden. Das heißt, wenn da ein Achievement für gegeben hätte, sogar Satan, der dann noch kommt. Und Satan habt ihr in meinem LP bisher noch gar nicht gesehen, ey. Was eine Schande eigentlich. Damit, dass ich schon so oft durchgespielt habe. Was ist für eine Karte? Gut, du kannst mir jetzt hier nochmal was geben, bitte. Was Sinnvolles, bitte. Gib mir all dein Geld. Das ist übrigens mein obdachloser Freund. Toll. Das kriege ich alles im Shop für einen halben Preis. Das bringt's jetzt. Und das hat's jetzt auch nochmal übel gebracht. Dankeschön. Echt. Gebt's ja drauf. Oh je. Ja, geil. Ja, geil. Ja, geil. Was kriege ich denn jetzt schon wieder für einen Scheißraum hier? Die Krise, ey. Muschi. 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 Gut, die Frage ist jetzt... Ich weiß schon wieder nicht, wo ich hin muss. Und ich habe noch drei Herzen. Was zum Teufel? Ich hatte doch eben... Ihr verarscht mich. Okay. Schön, dass ich wenigstens weiß, dass ihr mich jetzt die ganze Zeit über verarscht. Die verarschen dich alle, genauso wie ich. Ja, ich merke das schon. Du machst nämlich irgendwie dafür gar nichts, dafür, dass du es so schwer bist zu bekommen im Spiel eigentlich. Wenn drei Cubes auf mitten in einem Durchgang. Skeletten. Ich bin ganz freundlich, ja, du. Aber Monstro kann mir keinen Schaden anrichten, würde ich fast behaupten. Da müsste ich jetzt echt richtig übelst dumm sein. Bist du schon. Genauso wie du aussiehst. Ey, wieso steht Meat Boy eigentlich in dem drin? Naja, egal. So. Wo müssen wir jetzt hin? Links, bitte, 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 bitte. Genau, einfach mal. Ja, einfach mal War hier reingeklatscht. Ist ja kein Ding oder so. Ja, ist ja kein Ding, einfach mal War. Ja. Warum nicht? Jeden Tag.
paar Mal. Solange hier keine Bombe erscheint. In meiner Nähe. Ist ganz okay. Ja, das Problem ist jetzt, dass der Typ schneller ist als ich. Junge, warum stirbst du nicht? Deine Leiste war schon weg. Ey. Komm. Verarsch mich nicht. Verarsch mich nicht. Bitte nicht, das hast du gar nicht nötig. Ja, genau. Okay, Leute, wir schaffen es nicht zu Saturn rein. Zum unfairen Raum. Hätte ich jetzt nicht gerechnet zum Schluss. Dass wir so unfair jetzt hier nochmal den Boss kriegen. Ja, okay, wir kommen zu Saturn rein, aber mit einem Herz besiege ich Saturn nicht. Ne, verkackt. Wobei, ja, kommt zwei Herzen, aber wie soll ich das denn bitte machen? Ich kann euch Saturn zeigen, aber ich habe null Chancen. Das muss euch auch bewusst sein an dieser Stelle. Ich habe null Chancen, ihn zu schaffen mit zwei Herzen. Isaac vs. Saturn, das ist der wirkliche Final Boss, kann man sagen. Ja, da hätten wir schon verkackt. So. Er kriegt jetzt erstmal Damage. Wow, okay, das war schon fast der Tod. Ja, und wir sind... Na. Ich hatte eh keine Chance. Ich war so langsam. Also ich meine, eigentlich finde ich Speed nicht wichtig in Binding of Isaac, aber ich war so langsam, ich hatte keine Chance. Das müsst ihr mir nicht, das dürft ihr mich übel nehmen. Ich hatte null Chancen. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, was wir als nächstes machen werden, ob ich es nochmal mit irgendeinem Charakter durchspiele. Vielleicht sogar direkt nochmal mit Isaac, weil ich es einfach nicht auf dem Sitz lassen will. Ich werde auf jeden Fall nochmal mit jedem Charakter Sheol machen. Das wird dann aber ein Part sein. Und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.